Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kulturtipps. Mein heutiges Thema, tja, das handelt von Bier. Und zwar Craft Beer oder Craft Beer, wie sagt man? Craft Beer. Craft Beer. Das ist das heutige Thema. Eine Vielfältigkeit, eine unglaubliche Diversität ist auch seit Jahren hier in Deutschland zu erhalten. Und deswegen habe ich mich heute mal getroffen mit jemandem, der sich da wirklich, wirklich gut mit auskennt. Kevin Moschner. Du lebst und liebst Craft Beer, bist selber Hobbybrauer und kannst mir und unseren Zuschauern eine ganze Menge über Craft Beer erzählen. Wo kommt denn das eigentlich her? Ja, also Craft Beer, die heißt ja quasi übersetzt eigentlich nur handwerklich gebrautes Bier. Ja. Ist eine Bewegung, die fing so ein bisschen in den USA an, weil es da wirklich viel billige Plörre gab, sag ich mal. Und Bier gibt immer noch tatsächlich das, was großindustriell produziert wurde. Und da haben halt viele Brauereien erstens probiert, wieder ein bisschen handwerklicher zu brauen, im kleineren Stile unabhängige Brauereien und aber auch eine ordentliche Sortenvielfalt zu probieren, die es international einfach gibt. Also es gibt viele... Also man kennt ja auch viele Reis... Also man kennt Reisbier, man kennt Ingwerbier. Sind das auch Craftbiere? Kann man eigentlich reinhauen, was man will und dann heißt es Craftbier oder wie? Nö, nicht unbedingt. Also in Deutschland erstmal gilt natürlich ganz normal das Biergesetz. Das heißt, man darf irgendwas nur Bier nennen, wenn das Reinheitsgebot sozusagen erfüllt ist. Mittlerweile darf man da natürlich auch Weizenmalz mit reinhauen und im Biergesetz darf man sogar über 90 verschiedene Plastik- und sonst was Zusatzstoffe zur Bierfiltration mit reinwerfen. Quatsch. Lassen. Doch, das geht alles, ist aber eben das, was Craft Beer versucht nicht zu machen, sondern man probiert handwerklich zu brauen, man probiert ein bisschen natürlicher wieder zu brauen und eben nicht zur Filtration Mikroplastik zu benutzen oder zur Konservierung oder sowas. Okay, wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich die Pilzlandschaft, also wir im Norden trinken ja mehr Pilz, du kommst aus dem Süden, ihr trinkt mehr Helles und so weiter und so fort, aber wenn man sich das mal anschaut, ist die Diversität, also auch die geschmackliche Diversität, hält sich ja wirklich in Grenzen bei den normalen Pilzen. Also egal, ob du Rostocker Pilz trinkst oder Radeberger oder bei der Blindverkostung werden die wenigsten merken, ob es da einen Unterschied gibt. Das ist hier anders. Es ist ja fast so facettenreich wie Wein, ne? Absolut. Die Weinfans werden mich dafür jetzt hassen, aber ich würde sagen, sogar noch facettenreicher. Bier hat mehr Zutaten, damit kann man definitiv auch mehr machen. Außerdem, Bier hat über 1000 verschiedene Aromen, die ins Bier rein können. Das kann man ja alles gar nicht schmecken. Einiges davon schon. Also Pilz ist nur ein Bierstil und in dem gibt es übrigens auch weitaus mehr verschiedene Abwechslungsmöglichkeiten, als man denkt. Das ist im Industriepilz nicht so. Da wird oft mit Hopfenextrakt, das eigentlich nach nichts schmeckt, gebraut. Wenn man mit frischen Hopfen braut und mit verschiedenen Hopfensorten, dann kann auch ein Pilz mal tropisch schmecken lassen oder sonst was. Also es geht wirklich viel innerhalb dieses Bierstils und Pilz ist nur ein Bierstil unter Hunderten. Wo der Wind das Gras mäht. Seit jeher ist der Gespensterwald in Nienhagen ein beliebtes Ziel. Im Jahr 1943 wurde er zum Naturschutzgebiet erklärt. 90 bis 170 Jahre alte Eichen, Buchen, Eschen und Hainbuchen stehen weit auseinander und lassen den Wald gespenstisch wirken. Viel Raum für Wind, Licht und Schatten. Zwar bekommt der Wald vor allem in der Dämmerung und bei Nebel seine mystische Atmosphäre, doch natürlich lohnt sich auch bei schönem Wetter, gerade wegen der faszinierenden Lichtspiele, ein Abstecher hierher. Die gesunde Wald- und die frische Meeresluft bieten für Einheimische und Touristen vielfältige Möglichkeiten der Erholung. Dennoch ist es und bleibt es Alkohol. Man sollte es in Maßen genießen, nicht in Massen. Das kann man hier ganz gut, weil die Flaschen sind erstens ziemlich klein und dementsprechend auch, also nicht dementsprechend, sondern auch nicht ganz ohne vom Preis. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt hier, so Craft Beer, hat das eine, ist es wert? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also uns geht es ja auch gar nicht darum, Bier zu verkaufen, dass da Leute sich einen Abend die Kante geben können, sondern es geht eben eher darum, lieber bewusst was zu genießen, lieber ein bisschen weniger und dafür qualitativ einfach etwas hochwertiger. Man kann teilweise Bier nicht günstiger produzieren, wenn man es eben mit hochwertigen Rohstoffen macht und eben ohne Insektenschutzmittel auf dem Getreide und sonst was, sondern da kostet, das hat seinen Preis. Es hat seinen Preis, wenn man eine gewisse Menge Hopfen ins Bier schmeißt. Und das sind auch viele Leute bereit zu zahlen und dann trinkt man auch einfach ein bisschen weniger, was ja wirklich
gut ist. Also das ist ein bewussterer Genuss, ein qualitativerer Genuss. Und da geht es eben nicht so um die Quantität. Und so kommen eben die günstigen Preise auch zustande in der Industrie, weil man eben auf Quantität braut. Und das verliert viel Qualität. Ja. Apropos Qualität, wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen unterhalten, aber ein bisschen durchgegangen. Trappisterbier. Das haben viele von uns schon mal gehört. Ist in Belgien entstanden, hast du mir erzählt, und die Geschichte dahinter ist auch ganz lustig, denn wie ist sie? Also Trappistenbier erstmal heißt erstmal nur, dass es aus Trappistenklöstern kommt. Aber warum viele Trappistenbiere so stark sind, wie einige haben auch mal 10%, sind oft in größeren Flaschen abgefüllt. Auch mal, da kann auch mal eine 1,5 Liter Flasche dabei sein. Das kommt tatsächlich auch daher, dass in Belgien eine Zeit lang der Schnaps verboten wurde und die Brauer angefangen haben, eben mehr Alkohol ins Bier zu schmeißen und die Flaschen größer zu machen. Also nicht reinzuschmeißen, sondern eben das Bier so zu brauen, dass mehr Alkohol drin ist. Und das war dann damals der Schnapsersatz. Heute hat man sehr hochwertige Biere, die da sehr toll sind, aber da reicht dann auch wirklich eine Flasche meistens. Mehrere wahrscheinlich, ne? Ja, also eine große Trappistenflasche würde ich nicht alleine trinken, die würde ich mir auf jeden Fall teilen, ja. Also nicht weit von der Brauerei hier in Rostock sitzt ihr, Bierbühne Rostock, hier kann man sich beraten lassen. Ihr macht ja aber auch, wie das wahrscheinlich in allen Läden ist, die so ein bisschen mit Getränken dealen, macht ihr auch Verkostung und sowas. Und macht ihr auch Seminare? Genau, wir nennen das Bierseminare, die machen wir hier in der Bierbühne im Barnsdorfer Weg. Das ist eine Mischung aus Verkostung und Seminar. Also wir verkosten da 6-7 verschiedene Biere und man lernt auch sehr, sehr viel darüber. Es sind alles verschiedene Bierstile aus komplett verschiedenen Richtungen. Also da ist auch die ein oder andere Grenzerfahrung dabei. Aber das ist auch absolut die Erfahrung, es ist für jeden immer was dabei und jeder hat eine neue Entdeckung, die mal vom Pilz ein bisschen weggeht. Und dabei erzählen wir eben sehr viel, das ist einen füllten ganzen Abend, diese Verkostung sozusagen. Geht ja im Moment nicht, leider, leider, leider. Ich würde mich da auch mal, wenn es dann irgendwann wieder gehen würde oder wenn es dann irgendwann wieder erlaubt ist, dann komme ich mal vorbei, mach dann mal mit und lerne mal den Unterschied kennen zwischen Qualität und Quantität. Und falls Sie das auch mal lernen wollen, können Sie mal in so einen Laden gehen, hier wie hier oder in Ihrer Umgebung, gibt ja 1000 Craft-Biere-Läden mittlerweile, oder? Stimmt das? Ich gehe davon aus, dass es deutschlandweit um die 1000 sein dürfen mittlerweile. Ich weiß es aber auch nicht. Gut, kann man vielleicht auch gut verschenken. In diesem Sinne, tolle Sache, auch wenn es Alkohol ist und bleibt. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank für das kurze, nette Interview. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche und leben Sie Kultur. Danke. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.